Sie haben einen guten Check überreicht bekommen. Erstmal, was soll denn damit jetzt alles geschehen hier in Cottbus? Also wie gesagt, wir haben heute 1,2 Millionen Fördermittel eingefahren für die Freiwillige Feuerwehr Cottbus. Und wir werden von diesem Geld das Gerätehaus Süd bauen. Dort werden die Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehren Groß-Garglo, Galinchen, Madlo und Kiekebusch zusammengefasst. Und wir versprechen uns davon eine höhere Einsatzbereitschaft, eine größere Verfügbarkeit der freiwilligen Kräfte, sodass sie auch in der erforderlichen, zum Beispiel Staffelstärke, ausrücken können. Jetzt fragt man sich an sich, die sind ja eigentlich punktuell verteilt. Wird der Weg nicht für die Ehrenamtler sogar ein bisschen weiter teilweise? Das stimmt. Für die einen wird es kürzer, für die anderen weiter. Für uns ist aber von Interesse, gerade in den Zeiten, Demografie und so weiter ist das Stichwort, dass wir verfügbare Einheiten vor Ort haben. Zurzeit ist es so, wenn wir auf den Knopf drücken, stehen an dem einen Gerätehaus zwei, am anderen einer und keiner ist wirklich in der verfügbaren Einsatzstärke da. Im Gerätehaus Süd werden diese Kräfte gebündelt und dadurch können die Fahrzeuge effektiv besetzt werden. Ja, wie ist da jetzt der Bauplan? Gibt es da so ein Ziel? Ja, natürlich. Wir wollen und müssen aufgrund der Fördermittel Ende 2019 fertig sein. Das ist sehr, sehr sportlich, zumal die Bauausschreibung, Bauleistung im Moment, da weiß jeder, wie es im Baugewerbe aussieht. Aber wir setzen alle Kräfte ran, werden auch mit den Freiwilligen Feuerwehren, mit den Einsatzkräften selbst Hand anlegen und unterstützen, sodass wir dieses ehrgeizige Ziel Ende 2019 erfüllen können. Trotzdem wissen wir, insgesamt ist das vielleicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es gibt viele nachholbedürftige Gebäude und so weiter. Wir haben heute gesehen, auch hier müsste eigentlich mal grundsaniert werden. Wie sieht es denn aus in Cottbus? Der Bedarf ist unglaublich hoch. Ja. Wir haben zwar einige neue Gerätehäuser, auch modernisierte, Kahn ist neu, Branitz ist neu, ja, aber wir haben noch mehr Gerätehäuser, die dringend den Sanierungsbedarf haben, den wir jetzt im Süden umsetzen können. Und wir hoffen natürlich auf weitere Fördermöglichkeiten des Landes. Ich möchte aber auch dazu sagen, dass auch die Stadt sich hier nicht aus der Verantwortung stiehlt. Im Gerätehaus Süd zum Beispiel gibt auch die Stadt 1 Million Eigenmittel dazu. Ja. Und diese Fördermöglichkeiten zusammen mit dem Engagement der Stadt müssen einfach weiter so gehen. Lass uns noch ganz kurz einen Satz zur vergangenen, ich sag mal wirklich Sommersaison sagen. Das war ja ein Wahnsinn, was an Waldbränden auch hier in der Region war, zu stemmen. Wie fasst man das zusammen als Feuerwehr? Es war seit ungefähr 10 Jahren wieder die stärkste Waldbrandsaison, die wir verzeichnet haben, sowohl in der Leitstelle als auch für die Feuerwehr Cottbus. Wir waren bei über 100 Einsätzen im Einsatz als Feuerwehr, Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr. Wir haben unterstützt im Potsdamer Raum, in der Lieberoser Heide, aber auch in Cottbus hatten wir mehr als genug zu tun, vor allen Dingen im Norden, im Siloer Bereich. Das kann man nur stemmen, wenn Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr hier zusammenarbeiten. Und hier auch nochmal ein Lob, insbesondere an die Freiwilligen Feuerwehren und an die Fachgruppe, die uns hier sehr stark entlastet haben. Wenn man jetzt so ein bisschen die mediale Begleitung da sieht, man wird über Löschflugzeuge reden, man redet auch jetzt hier über breitere Schutzstreifen, glaube ich, in den munitionsbelasteten Gebieten. Was ist denn aus Ihrer fachlichen Sicht da der richtige Ansatz, um da in Zukunft besser gerüstet zu sein? Ich denke, in den munitionsbelasteten Gebieten muss dringend was getan werden, um die Befahrbarkeit für die Feuerwehren zu erhöhen. Ja. Ob man jetzt so weit gehen muss, Löschflugzeuge, Löschhubschrauber für die Feuerwehren, das halte ich für übertrieben. Ja. Da haben wir eine gute Zusammenarbeit, sowohl mit der Bundeswehr als auch mit der Polizei. Die verfügen über entsprechende Technik. Die Feuerwehr hält vor allen Dingen im Land diese sogenannten Bambi-Buckets und ähnliche Löschwasserbehälter vor, die dort mit zum Einsatz kommen. Und diese Zusammenarbeit halte ich für vollkommen ausreichend. Eigene Löschflugzeuge oder Löschhubschrauber sind nicht erforderlich. Das ist interessant. Also man würde ja denken, so ein Flugzeug, das macht doch dann auf einmal alles plattförmlich schon. Ist aber nicht so, ne? Ganz so einfach ist es auch nicht. Also es muss immer nachgearbeitet werden, weil zum Beispiel der dichte Waldboden, Tannennadeln und so weiter, das brennt tief rein. Ja? Flugzeuge machen die Flammen erstmal weg, das ist keine Frage, aber es muss meist nachgearbeitet werden. Und die Effektivität eines solchen Flugzeuges ist bei diesem Brandeinsatz natürlich enorm. Ja? Aber was machen wir, sage ich mal, die anderen 9 Jahre damit? Was machen wir das restliche Jahr damit, wenn es mal nicht brennt? Es ist einfach uneffektiv. Und solange wie diese Zusammenarbeit wunderbar klappt mit der Polizei und mit der Bundeswehr, brauchen wir keine eigenen. Ihnen jetzt erstmal ruhige Zeiten und danke. Viel Erfolg.